Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit dir über das Wort daran sprechen. Ja, daran. Daran ist eins dieser Adverbien wie daran, dafür und so weiter, wo etwas ersetzt wird. Ja, man benutzt daran, um über etwas zu reden, worüber man schon geredet hat. Ja, man stellt einen Bezug her zu einem Gegenstand, ja, oder bezeichnet die unmittelbare Berührung mit diesem Gegenstand. Ja. Zum Beispiel, ja, Wiktionary sagt zum Beispiel, daran hängen sich im Normalfall immer zwei Personen. Ja. Ich weiß nicht, worüber sie sprechen, ja, aber vielleicht etwas, wo man sich festhalten kann. Ja? Eine Stange. An dieser Stange kann man sich festhalten. Ja? Wir reden über diese Stange. Und dann kann man sagen, daran hält man sich im Notfall fest. Ja? Wir haben gerade über die Stange gesprochen. Und dann sagen wir, daran hält man sich fest. Oder es dürfen keine Haken an der Wand sein, damit niemand daran hängen bleibt. Ja, also hier ist eine Wand und na, das ist kein Haken, aber es sind zwei Schrauben. Ja, also und angenommen die Schraube ist hier, ja, oder hier ist ein Haken, ja, ja, wo man etwas ranhängen kann, ja, und dann gehe ich dran vorbei und ich bleibe dran hängen. Ja, das ist das Beispiel. Ja? Und das Beispiel ist, es dürfen keine Haken an der Wand sein, damit niemand daran hängen bleibt. Ja? Und statt daran kann man auch wieder das Wort erwähnen, ja? Der Haken. Es dürfen keine Haken an der Wand sein, damit niemand an dem Haken hängen bleibt. Und statt zweimal zu sagen, der Haken, sagt man daran. Ja? Und daran kann man so benutzen, dass man einfach ein Wort ersetzt, was man schon mal erwähnt hat. Ja? Der Haken ist an der Wand und man muss vorsichtig sein, dass man nicht daran hängen bleibt. Man muss aufpassen, dass man nicht an dem Haken hängen bleibt. Ja, also es geht darum, ein Wort durch das andere zu ersetzen. Ja? Man ersetzt das Wort durch daran. Und das dritte Beispiel hier ist, daran wird die Welt nicht zugrunde gehen. Ja? Und in diesem Beispiel redet man nicht über einen Gegenstand, sondern um einen Umstand, um einen Zustand, über eine Handlung oder Ereignis, meist in Bezug mit einer geistigen Tätigkeit. Ja, also ich lese hier gerade von Wiktionary, das ist ein sehr gutes Wörterbuch, finde ich. Ja. Also man kann daran auch benutzen, um über etwas zu reden, was passiert. Ja, nicht einen Gegenstand, sondern etwas, was passiert. So wie die Dinge sind. Ja, daran wird die Welt nicht zugrunde gehen. Ja, ich bin manchmal unpünktlich, ja, so ist es, ja, aber daran wird die Welt nicht zugrunde gehen, ja, es ist nicht so schlimm, ja, daran wird die Welt nicht zugrunde gehen, ja, und in diesem Fall haben wir meine Unpünktlichkeit mit daran ersetzt, ja, an meiner Unpünktlichkeit wird die Welt nicht zugrunde gehen. Ja, und daran ersetzt auch meistens etwas, was man sonst mit an sagen würde. Ja, an meiner Unpünktlichkeit oder daran. Ja, oder mit dem Haken. Ja, es dürfen keine Haken an der Wand sein, damit niemand an den Haken hängen bleibt, ja. Es dürfen keine Haken an der Wand sein, damit niemand an den Haken oder daran
hängen bleibt. Ja, man ersetzt also eine ganze Präpositionalphrase. Ja, man ersetzt eine Präposition und ein Nomen durch daran. Ja, an da wird ersetzt durch daran. Ja, ich hoffe, dieses Konzept ist jetzt klar. Wenn nicht, schreib mir in den Kommentaren, ob du es verstanden hast oder was ich noch näher erklären kann. Und entschuldige, dass meine Stimme ein bisschen rau ist. Ich bin ein bisschen krank. Aber ich hoffe, man kann mich trotzdem gut verstehen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.